Maßnahmen über die Arbeitsagentur und komme aus Berlin. Ja, und bin hier gelandet, weil ich das sehr spannend fand, die Reklame, die ich von euch gesehen habe. Na, mehr Zufall. Also ich bin eigentlich Betriebswirtin für Hotel und Gaststätten und hatte dann erst als in der Branche halt so richtig gearbeitet, so mit 50-Stunden-Woche, und war dann aber an einem Punkt, wo ich dachte, das ist eigentlich nicht mehr das, was ich immer machen will. Und durch Zufall war ein Freund von mir, der war beim Internationalen Bund, und der hat gesagt, Mensch, die brauchen hier jemanden, der Rechnungswesen unterrichtet, hast du nicht Lust, das zu machen? Da dachte ich, okay, versuchst du es einfach mal. Ja, und dann war ich dann da und dann hat das geklappt und dann bin ich da so lange geblieben. Also was ich das Tolle finde, was die Methoden, die ich bis jetzt kennengelernt habe und ausprobieren konnte, ist, dass sie so schnell gehen, effektiv sind, nachhaltig und sehr viel Spaß machen. Das finde ich eigentlich das Tolle. Und im Grunde, wenn ich jetzt überlege, mein Gott, wie hätte mein Leben leichter sein können, und vielleicht das auch das Leben einiger meiner Klienten und Teilnehmer, wenn ich das schon vor 10 oder 15 Jahren kennengelernt hätte. Also ich denke, man spart viel Zeit. Und das ist eben das Schöne ist, dass sie sehr viel, also so freudvoll sind und schon Spaß machen. Oh, sehr schön. Es ist ein bisschen so wie extra Urlaub. Also es ist so diese Mischung aus neuem Kennenlernen, aus Methoden kennenlernen, die dann aber auch für sich selber anwenden. Das ist so eine ganz große Geschichte. Also die Stimmung ist sehr offen, sehr freundlich. Die Leute, also man erzählt ja Fremden, wir kennen uns ja vorher gar nicht, aber so Sachen, die einen von innen tief bewegen, und ich möchte das überhaupt nicht missen, also ich genieße das sehr. Ach, Dani, ich sage immer, das ist der Robbie Williams unter den Trainern. Also er macht da wirklich, er hat da alles. Er hat einmal dieses schauspielerische Talent, dieses Entertainer-Geschichte, die Sachen wirklich toll zu präsentieren, aber dabei auch dieses fundamentale Wissen und immer wieder die Sachen neu sortieren können in einer unterschiedlichen Situation. Und es ist atemberaubend, muss ich sagen. Es ist wirklich Edutainment pur. Das ist was eigentlich irgendwie in die Schule mit reinkommen müsste. Also ich arbeite ja, wie gesagt, mit sozial benachteiligten Schülern. Die sind das nicht gewohnt, dass sie über sich selber reflektieren. Dass sie mit jemandem, also oft mit jemandem reden, der sie ernst nimmt. Und ich denke, das müsste man einbauen in den Kanon von allen Schulen und von Grundhauptschulen bis zum Gymnasium. Dass einfach diese Art der Selbstreflexion, dass sich selber kennenlernen und sich selber auch das Leben leichter machen, das Leben und das Lernen leichter machen. Das müsste für alle verbindlich sein, aber gut, das wäre eine fantastische Welt. Und so zeigt die Möglichkeit über die IPE-Coaches, das nochmal anderweitig in die Welt zu bringen.